Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. Ich möchte mir mal eben hier ein bisschen Fisch oder Fleisch statt Donner, glaube ich, ausrüsten. Packen wir es dahin, genau. Dass ich mich jetzt ein bisschen heilen kann durch Essen. Das ist ganz gut. So. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Mhm. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Mhm. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Mhm. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Aha. Das wird wohl... Moment. Das ist Ciri. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Ich anscheinend störende auch, Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Ich wollte doch von hinten. Die Kamera gefällt mir überhaupt nicht. Übrigens finde ich das Gleichgewicht zwischen meiner Stimme und der Ingame-Stimme, die finde ich jetzt, glaube ich, ganz gut. Könnt ihr mal bitte was zu schreiben? Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Begib dich zur Burg des Barons. Ja, das machen wir doch. Die Kameraperspektive von hinten hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Hi. So, okay. Wo ist mein Pferd? Ja, ist ja gut. Komm her. Da bist du ja, treues Pferd. Ups, nee, da wollen wir nicht lang. Heya! Heya. Parry aufscheuchen hier. Das sieht so toll aus hier. Ich gehe jetzt erstmal die Quest ab. Die Fragezeichen absuchen können wir immer noch. Da haben wir so viel Zeit zu. Oh, das gefällt mir. Wow, 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 wow. Killers. Moment. Das finde ich jetzt aber auch nicht gut, dass die jetzt auf mich schießen, muss ich sagen. Verdammt. Das gehört sich nicht. Nee, da bin ich wohl zu weit weg. Hallo? Ich muss mir dringend beim Schmied die besseren Bolzen herstellen lassen. Da kommst du her oder nicht, nackiger Typ?
Die haben doch auch einen Bogenschützen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Boah, verdammte Scheiße. Ja, haben sie. Okay, den sollten wir zuerst killen, den Bogenschützen. Der geht mir nämlich richtig auf den Sack. Und treffen tut er jetzt auch nicht. Okay, gucken wir mal. Oh, sag mal, schießt der durch Bäume durch oder was? Scheiße, der schießt durch den Baum durch. So ein Mist, ey. Jetzt gerade ist es nicht mein Tag. Okay, ja, mal gucken. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn er jetzt auch durch die Hütte schießt, bin ich aber sauer. Die KI lässt aber auch zu wünschen übrig, ne, oder? Dir wird's noch leid tun, ja, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Das ist ein geiler Satz, ey. Hey ho! So nicht. Blöder Bogenschütze, weg da mit dir. Danke. Okay. Kleiner Knüppel, klar, logisch, ein Bogenschützen. Hat ja auch einen kleinen Knüppel immer. Deserteure wieder. Was denn? Haltet ihn, werft ihn in den Graben. Ja, ja, ist ja gut. Komm, brenn doch einfach mal. Na? Verdammter Ziegenfinger! Ihr wisst auch nicht, wie ihr das euch habt, ne? Das habt ihr aber jetzt früh gemerkt, oder? Ah, zwei mit einem Streich. Wir können jetzt auch nicht so richtig was, ne? Ja, schwierig. Okay. So, ich lasse mich doch nicht einfach anschießen von der Seite. Wo kommen wir denn da hin? Nee, nee, so nicht. Außerdem haben die vielleicht auch hier was Schönes in ihrer Kiste. Ja, Ziegenhaut, Rehhaut, Schema Jägerhose, Manuskriptseite, Albedo, Niedriger, ja, okay, ein schönes Langschwert. Und, was haben wir hier noch? Ja, nehmen wir mit. Ja, gehärtetes Leder ist auch immer gut. Eine Kerze in einer Kiste. Er war da nicht drin. Und hier ist auch noch was. Ach ne, kann ich nur anzünden. Ja gut. War doch erfolgreich. Wovon brenne ich denn jetzt, bitteschön? Ich esse noch mal ein bisschen rohes Fleisch. Muss man ein Pferd? Ach da. Na komm her, Plötze. Brav. So, und auf. Lauf, Plötze. Tja, da haltet man nun mal etwas abseits der Straße. Ich muss mein Schwert dringend reparieren, wie man nicht so schnell sieht. Was ist denn das hier? Machen wir so eine Art Schrein. Erdesymbol. Okay. Für jeden was dabei, ne? Oder? Sieht so aus. Oh. Das ist ja größer da vorne. Eine Karte. Müssen wir denn noch weit?
Nö, aber da ist ein Fragezeichen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal an. Moment, Deckkarte. Da setze ich mir lieber eine Markierung. Ah, in die Richtung. Okay, das machen wir. Aber ich mache hiervon mal eben ein Bildschirmfoto. Bis gleich. Ist ja immer noch sehr peinlich für die Entwickler, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, dieselbe Funktion wie in Witcher 1 und 2 einzubauen. Sondern einfach, was geht denn da ab? Level 9 Ghule. Halten auch schon ein bisschen mehr aus. Kommt her, Ghule. Komm her. Kommt her. Ich hätte hier noch ein Fass für euch. Ja. Wir sind ziemlich unbeeindruckt davon, was? Wow. Halten aber echt einiges aus. Moment, ich sollte. Doch, ich habe das richtige Schwert. Aua! Hier ist doch noch einer, oder nicht? Ghule sind cool, weil die haben immer schöne Sachen dabei. Ghulblut. Na gut. Ups, was ist hier? Ein Ghulnest. Ich muss es zerstören. Ja, machen wir auch. Aber erst looten wir den anderen Ghul. Wo ist der denn? Da. Das war nicht der Ghul. Und weg, ne? Oder? Ha! 20 Erfahrungspunkte erhalten. Mein erstes zerstörtes Ghoul-Nest. Wie schön. Monsterzahn, Schädel, goldener Rubinring. Cool. Okay, das gucken wir uns alles mal in so einer, in einer ruhigen Minute an, was wir jetzt hier bekommen haben. Jetzt kann man hier noch looten. Ist noch mehr zu holen. Nee, es ist nicht. Okay, Pferd rufen. Die können wir mitnehmen. Mehr. Und jetzt aber rüber zur Stadt. Und ich muss dringend einen Schmied aufsuchen. Ganz wichtig. Okay, kaputte Brücke. Auch kaputte Brücke. Ihr werdet mich ja wohl durchlassen, oder? Wollen wir mit denen sprechen? Ja. Da haben sie, die ganz cleveren haben sie für vorne eingesetzt. Lauf, Plätze. Ah, nee, die ist doch nicht kaputt. Da ist eine Hedge drin. Schau mich nicht so an! Das ist doch alles okay. Was ist denn das da vorne für ein.
Vermisst, Tamara Strenger. Nee, okay, sie hängen öffentlich. Dann hat er die vielleicht gemalt. Vermisst Anna Strenger. Gemahlin des blutigen Barons. Okay, beide entführt. Großzügige Belohnung. Naja, okay. Sogar für seine Frau. Dann scheint er die auch gern zu haben. Ne? Mama sagt, wenn ich brav bin, schickt sie mich. Alte Frau. Die Götter mögen dich sehen. Nicht übel. Das ist nett. Dankeschön, alte Frau. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Ein Appleboy? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Das ist gut. Spielen wir Gwind? Nee, jetzt nicht. Zeig mir deine Waren. Ich glaube, das übe ich erst nochmal. Habe ich ja noch nicht getan. Guck mal hier. Religion erhält enthält Zusatzinformationen. Religion in Leben. Hier, eine Gwind-Karte. Feuerskorpion. Na, run. Was kostet die denn? 50. 603 habe ich. Die kostet nur 20. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mich mal für eine Fraktion entscheiden und dann kann man das vielleicht auch kaufen. Öl. Ihre Flasche, Satteltaschen. Nee, hab ich ja. Eine Fackel Kirschlikör. Lecker. Lecker Kirschlikör. So, leb wohl. Ich muss erstmal mein Inventar mal ein bisschen anschauen. Was wir da jetzt so haben. Wir können eigentlich mal eben kurz reingucken. Ich habe doch bestimmt Waffen bekommen. Anfängerwaffenreparaturset. Können wir das einfach benutzen? Benutzen. Das benutzen wir mal auf... Nee, das machen wir nicht. Das machen wir, wenn dann lieber, wenn wir unterwegs sind und nicht jetzt. Das ist ja doof. Wir haben mal einen Schmied. Okay, das ist ein schlechteres Schwert. Das kann weg. Das kann weg. Ich würde sagen, wir können da erstmal bis auf diese Axt hier eigentlich alles ver... Moment. Handbeil. 73. Und das hier war 58 bis 72. Oh, dann behalten wir doch das Handbeil. Noch ein Reparaturset. Wir haben 6 Stück davon. Das ist ja krass. 60 bis 74. Dann behalten wir die Axt. Und den ganzen anderen Rotz können wir verticken. Scheuklappen. Das ist gut. Ausrüsten. Wo habe ich die denn her? Die muss ich irgendwo gelootet haben. Scheuklappen sind gut. Die Scheuklappen sind dafür da, dass euer Pferd weniger sieht. Und mal auch mal angucken hier unten. 20. Panikstufe des Pferdes. Ein Pferd mit Scheuklappen geht nicht so schnell durch, weil es ja eben nicht mehr so viel sehen kann. Das ist gut. So. Können wir hier irgendwo... Na bloß, hier ist kein Schmied drin in der Stadt. Das wäre ja doof. Ja, okay, ich weiß, die Bauern wollen wieder alle nicht mit mir reden. Aber plündern könnte ich sie, wenn ich wollte. Nee, das ist doch die alte Frau, die mich lass mich hat in Ruhe segnen lassen. Ja klar, wir kann putzen. Da hat man auch keinen Bock, mit euren Hexern zu reden, das sehe ich ein. Okay, hier geht's schon wieder raus. Dann gehen wir doch mal nach Norden zum Anschlagbrett. Hier nach oben müssen wir. Wo geht's denn hier hoch? Nehmen wir doch mal unser Pferd. Wie komme ich denn da hoch? Schwalbe! Heya! Okay, also hier nicht. Beweg dich! Wir reiten da drüben mal raus. Sagt, was ihr
ihr wollt. Das ist bestimmt nur so ein angeschlossener, eingezäunter. Ja, hier kommen wir nirgendwo hoch. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu atmen. Alles klar, hier geht's. Los, lauf! Halt! Oh. Mach langsam. Mann, die sind mal am Schreien. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Ja. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Das ist mein Weg. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Interessant, ich habe immer dieselbe Meinung wie er. Finde ich warum? Gut. Warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. So, zwei gegen einen. Ein Öffnet Frosch. Das Tor. Und ein Säufer? Oder wie? Adal! Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was Nein. denkst du nur? Natürlich nicht. Ich gehe nur mit zwei Schwertern rein. Kein Problem. Okay. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn die Er die nannte Männer dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Interessanteres als was? Als Mutanten? Das ist schwierig. Okay. So, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und jo, bis dann. Tschüss.